Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildbände und Fotobücher. Herzlich willkommen in der Fotobuch-Plauderecke. Mein Name ist Florian Renz, ich bin in Hamburg und auf der anderen Seite der Republik begrüße ich wie immer Thomas Winter in Mönchengladbach. Hallo Thomas. Der anderen Seite der Republik, sehr schön. Vielen Dank für die Einleitung. Hallo Florian nach Hamburg, schön, dass du da bist. Grüß dich. Bei mir ist ganz schön warm. Ich sitze hier unterm Dach. Ich zerfließe ein bisschen. Ich hoffe, es ist in Hamburg ähnlich schönes Wetter. Geht uns ähnlich. Es ist so heiß, man zerfließt. Deswegen habe ich mich heute für ein T-Shirt entschieden. Aber so muss es ja sein. Endlich ist der Sommer angekommen und das während der Europameisterschaft, oder? Ja. Genau, definitiv. Und es wird heute eine schnelle Sendung. Ich habe hier endlich nach einigen Jahren die Leerrohre, die wir hatten, mit LAN-Kabeln ausgestattet, sodass wir jetzt hier auch eine schnelle Internetverbindung haben. Also insofern steht einem kurzen Podcast nichts im Wege. Gucken, wie viele Minuten es heute werden. Und ich habe mich endlich auch zur Technik, ich habe mich um meinen Ton gekümmert. Der hat mir in den letzten beiden Folgen nicht so gepasst. Ich hoffe, der ist jetzt ein bisschen besser. Ja, können wir mal nachher reinhören. Also deswegen Entschuldigung für die letzten Folge, der war nicht ganz ideal. Aber ich möchte auch sagen, ich fand, es war jetzt schön, dass wir von den letzten Folgen extrem viel Feedback auch bekommen haben. Und das freut mich immer mehr. Ich glaube, da sprechen wir für uns beide. Es ist immer schön, da was zu hören, egal auf welchem Kanal, auf welchem Weg auch immer. Da ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir freuen uns über jede E-Mail, jede WhatsApp, gerne mehr dafür. Und bei der Gelegenheit lohnt es sich dann auch vielleicht zu sagen, denkt auch dran, abonniert den Podcast, wo auch immer, bei YouTube oder als klassischen Podcast bei Apple Podcasts oder bei Spotify und die ganzen anderen Plattformen, wie sie alle heißen. Das hilft echt was. Und wenn man da auch noch eine Bewertung lässt, ist auch gut. Also das ist jetzt der Werbeblock. Aber ich habe mich wirklich gefreut. Es war wirklich viel. Ich weiß nicht, ob es an den Büchern lag oder an unserem EM-Projekt oder an was auch immer. Aber das fand ich wirklich schön, so viel positives Feedback zu hören. Das ist balsam für die Seele. Ging mir auch so, Thomas. Ich muss gleich mal erzählen zum Thema Feedback. Ist mir auch noch nie passiert. Ich war gestern beim Fotografieren unterwegs zum Thema Fußball mitten im Fanmarsch der Türken, bevor sie dann gespielt haben gegen die Tschechen im entscheidenden Gruppenspiel. Ich war gerade so mitten im Fotografieren und da kommt einer auf mich zu und sagt, hey, bist du der Florian von der Fotobuch-Plauderecke aus dem Podcast? Ich habe euren Podcast gehört und es hat mich auch rausgetrieben auf die Straße. Er war mit zwei Kameras um den Hals unterwegs und wir haben gemeinsam dann weiter fotografiert. Also was macht halt Spaß, ne? Also das, ja. Wenn du dann tatsächlich sogar angesprochen wirst und sagst, hey, ich habe den Podcast gehört und wird nicht mehr so häufig passieren, weil so groß ist unsere Reichweite auch nicht. Aber das ist so das Feedback, über das man sich dann doch sehr freut. Ja, definitiv. Ich bin sogar auf hoffentlich hört Ratsherrn zu, ich bin sogar auf das Ratsherrnbier angesprochen worden, was wir doch da immer bewerben. Also es funktioniert mit der Werbung und wir sind da auch, glaube ich, wir würden uns jeder einfach nur über den Kasten freuen, oder? Das würde ja schon reichen. Also ich würde mich für dich noch ein bisschen mehr freuen, dann müsstest du nicht mehr Bitburger trinken, sondern hättest einen guten Kastenbier. Ja, pass auf, was hast du denn heute dabei? Ach, ich habe dabei, ich zeig dir mal, was ich dabei habe. Ich habe mir extra wieder was ausgesucht, was Besonderes. Es ist draußen so heiß, deswegen trinke ich jetzt kein Bier, sondern ich trinke Radler. Und ich kann das nur extrem empfehlen, weil das ist so ein naturtrübes Radler. Das ist von Erdinger. Es ist genial, muss ich sagen. Und ich werde es gleich umschütten nach dem Öffnen. Ich wollte zum Motto heute, habe ich einen Becher dabei. Da, einen Fußball, einen Stadionbecher sogar besser gesagt. Das ist mein Getränk. Was hast du? Sehr gut. Und ich habe, weil ich so gerne mit dir podcaste und weil du einen St. Pauli-Becher habe ich Astra dabei. Oh. Also kein Bitburger, sondern Astra, das Helle, das kleine Freiheit, das Helle. Habe ich hier bei uns gesehen, finde ich super lecker, finde ich besser als das klassische Astra, muss ich sagen. Mhm. Deswegen habe ich das schön gekühlt dabei und ich würde es auch gerne aufmachen, weil hier ist ein bisschen warm. Also insofern, und ich habe mich dagegen entschieden, das Fenster aufzumachen, weil dann draußen, da wird es halt lauter und deswegen habe ich mich für Schwitzen entschieden. Aber wie gesagt, würde ich gerne einmal aufmachen. Das ist eine gute Idee. Wir brechen alle Regeln gleich am Anfang. Ja, aber ist ja warm. Ja. Das ist echt, bei uns in Hamburg ist auch so warm und so schwül. Da kommt so ein eiskaltes Radler oder wie wir in Hamburg sagen, Alsterwasser. Natürlich genau richtig. Oder eben auch ein Bier, wie du es hast. In dem Sinn, Thomas,
Schön, dass wir heute wieder podcasten. Cheers. Und ich freue mich auch. Lass dir es schmecken. Zum Wohl. Du hast gerade schon gesagt, wir sind, oder du warst gestern fotografieren, wir sind mitten in der EM, das heißt, wir sind beide ja auch so ein bisschen auf den Beinen und fotografieren die oder versuchen fotografisch die EM zu begleiten. Bist du zufrieden mit dem, was du bislang erlebt hast von der EM? Vom Fotografischen her meinst du? Beides. Also vielleicht beginne ich mal kurz mit dem Turnier. Ich finde, man merkt, dass es ein Turnier im eigenen Land ist. Das macht total Spaß. Gerade in der Großstadt ist halt super viel los. Die Bahnen sind voll, überall sind Fans, alle reden drüber. Das Wetter war in den ersten Tagen natürlich ein bisschen mies, aber jetzt seit 3, 4, 5 Tagen ist es so ein krasser Hochsommer. Und es macht unfassbar Spaß, draußen rumzulaufen. An jeder Ecke wird Fußball geschaut. Und ich finde, es ist auch ein gutes Turnier. Es sind viele Tore. Was mir so fehlt, in Anführungsstrichen, es gibt dieses Turnier keinen Superstar. Oder die, wo man gedacht hat, das sind Superstars, die fallen irgendwie weg. Und die kleinen Mannschaften sind irgendwie total cool zu sehen. Sie erstaunen, während die Großen natürlich so ein bisschen den Erwartungen hinterherhinken. Also es ist ein Turnier voller Spannung vom Sportlichen her. Mag ich sehr. Mag auch die deutsche Mannschaft sehr. Vom Fotografischen her fand ich eigentlich ganz spannend. Ich war jetzt viermal richtig intensiver unterwegs. Zweimal davon mit der X106 und zweimal davon mit meiner Leica M10. Und ich muss sagen, so Zonenfokus, wenn ich dir mal Bilder zeige, was ich so fotografiere auf der EM, ich gehe halt direkt rein in die Menge. Und das kann halt eine Fuji X106 nicht so gut wie so eine super manuelle Kamera. Bei dem Wetter wie jetzt gestern Abend stelle ich alles auf Blende 8 oder Blende 11, sag 2 Meter Entfernung und dann ist alles scharf von vorne bis hinten und das ist wie eine Point-and-Shoot. Und das macht mit der tatsächlich richtig, richtig viel Spaß. Das heißt, technisch gesehen bin ich so ein bisschen umgeswitcht. Ich wollte ja erst alles mit der Fuji machen, jetzt bin ich eher bei der Leica. Ich muss sagen, was ich jetzt auch wieder gemerkt habe, es ist relativ einfach zu fotografieren, wenn du einen cleanen Hintergrund hast. So 2, 3 Menschen sind total einfach. Es ist auch einfach, wenn du ganz, ganz viele Menschen hast. Aber meistens vor Spielen oder auch in der Fanzone hast du immer so, die Bilder sind manchmal nicht ganz chaotisch voll, sondern nur so halb voll. Und das finde ich super schwierig, weiß nicht, wie es dir geht, kannst du ja auch gleich mal so sagen, so diese Fans zu fotografieren. Weil aus meiner Sicht sieht es nur gut aus, wenn du super viele drauf hast oder wenn du sie dir ganz vereinzelt hast. Und deswegen finde ich diese ganze Fußball- und Fanfotografie, die macht total Spaß. Ich lerne da auch total viel. Ich finde es aber auch super anstrengend. Lerne währenddessen dazu. Zum Glück sind ja noch ein paar Spiele in front of us, wie man so schön sagt. Das heißt, die EM dient für mich auch als Lernkurve, generell für so Event und Dokumentations- und Straßenfotografie. Und ich achte jetzt immer mehr auf den Hintergrund und versuche das irgendwie halbwegs gut hinzukriegen, ist aber eine riesen Challenge für mich. Aber soweit ist ja super, ne? Wenn Fotografieren Spaß macht und wenn man noch was dabei lernt und noch ein paar gute Outputs dabei sind. Ja. Definitiv. Also geht mir ähnlich. Sowohl das, was sportlich ist, finde ich ganz unterhaltsam, aber wie du schon sagst, man merkt auch, dass es eine EM ist, vor allem wenn man in den Spielstätten ist. Ich war in Köln und ich war in Düsseldorf jetzt, das ist halt von uns aus hier das, was am nächsten ist. Da merkst du halt dann schon, dass an den Spieltagen einfach eine ganz andere Stimmung herrscht. Ich war an einem Spieltag da, als Albanien gespielt hat in der Vorrunde und die ganze Stadt war gefühlt voller, zumindest die Fanzonen, die Public Viewings waren voll Abana, es war eine friedliche Stimmung. Und dann ist es in der Tat auch schwierig zu fotografieren und wie man da auch so ein bisschen rangeht, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Aber mir hat es auch Spaß gemacht. Natürlich hat man viel Ausschuss, aber es sind auch ein paar tolle Bilder dabei. Und das finde ich ja bei jedem Mal fotografieren, du lernst ja immer irgendwas. Und wenn du das Bild danach dann anguckst, denkst du, weiß ich nicht, 10 Zentimeter tiefer und du hättest das anders machen können oder da noch was in den Vordergrund nehmen können. Du kannst ja jedes Bild auch immer ein Stück weit kritisch hinterfragen und das als Chance nutzen, nicht um das eigene Bild zu bemäkeln, sondern als Chance nutzen, um beim nächsten Mal dann daraus dann was Besseres zu machen. Und deswegen finde ich, ist das einfach gut. Und damit, wir können doch gar nicht zum nächsten Thema gehen. Ne? Ich wollte gerade schon zum nächsten Thema gehen, dass wir dann ja sagen, wenn wir schon über Fußball reden, können wir ja auch eigentlich sagen, welches Motto heute dran ist. Aber ich habe ja vorher noch was aufgeschrieben.
Bei dir gibt's noch was Neues, worüber du was erzählen möchtest, was, wenn man so will, im weitesten Sinne auch was mit Fußball zu tun hat, richtig? Das ist so, genau. Wir machen mal vielleicht ganz kurz die Kurve zu dem Thema, was ich so Neues berichten wollte, weil du mich vor 2 oder 3 Folgen mal gefragt hast und wir das Thema auch schon hatten. Ich habe ja schon immer wieder erzählt über das Neapel-Projekt, dass ich da gern hinreise mit meinem Freund Frank, den du auch kennst. Den haben wir schon ein paar Mal hier den Namen fallen lassen. Und wir beide haben jetzt mehrmals dort fotografiert und haben immer gesagt, irgendwann wollen wir mal was draus machen. Und jetzt haben wir so ganz klein angefangen. Wir haben einen Instagram-Kanal aufgesetzt und posten dort in regelmäßigen Abständen, so was wir dort in Neapel erleben. Und die Idee ist eben auch, dass wir das Ganze auf Englisch und auch auf Italienisch posten. Weil wir wollen ja irgendwie auch vor Ort da ein bisschen was zeigen und dass die Neapolitaner, die wir ja so sehr lieben, dass die das vielleicht auch mal sehen. Oder aber wenn wir halt das nächste Mal dort sind, dass es uns schon viel leichter fällt, noch leichter fällt, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, ihnen zu zeigen, schaut mal her, das machen wir gerade hier mit euch und über eure Stadt. Und das Ganze heißt, und wer Lust hat, kann uns gern folgen, was wir dort machen, das Ganze heißt Amici di Napoli. Findet ihr auf Instagram. Verlinken wir auch, blenden wir auch kurz ein. Also die Freunde von Neapel. Ja, klar, ja. Kann jeder übersetzen. Und da haben wir jetzt gestartet. Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich angefangen, die ersten Bilder hochzuladen. Und da versuchen wir so ein Bild, ich würde sagen, ein Straßenfotografiebild von Neapel abzugeben. Du bist schon Follower, Thomas, ne? Ja, ich weiß, ich bin schon Follower. Und weißt du, was ich damit mache? Also ich finde das Projekt großartig. Hab mich gefreut, als ich das gesehen habe, dass du das jetzt machst. Du hast, oder ihr fotografiert ja zu zweit, ich weiß, ihr nennt euch, wie heißt du dann immer darunter, Floriano und Frank auf Italienisch. Ja, Franco, genau. Und das sieht man aber nicht in der, das steht unten in der, wie heißt es, Description von dem Instagram-Bild. Man sieht erstmal nur das Bild. Und ich mache dann immer Raten, von wem das Bild ist. Also ich mache dann immer Fotografenraten raus. Ich kenne euch ja beide. Und ich muss sagen, es klappt erstaunlich gut. Also ich kenne deinen fotografischen Stil ja so ein bisschen und ich kenne auch Frank so ein bisschen. Jetzt nicht so gut, aber ich weiß, wie er bei den Fußballspielen, wo ich mit dabei war, an die Sache herangegangen ist. Und das unterscheidet sich schon ein kleines bisschen. Und ich glaube, dass man es erkennen kann, von wem was ist. Und ich würde sagen, zu 90% liege ich richtig. Zwischen 80% und 90% liege ich richtig. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ein neues Bild kommt und ich rate. Und dann scrolle ich schnell runter in die Bildbeschreibung. Und ja, freue mich, ob ich richtig lag. Wie gesagt, ein paar Fälle waren falsch. Aber man kann das schon erahnen, wie ihr unterschiedlich an die Sache herangeht. Das ist aber auch ja ganz normal, dass jeder ein Stück weit immer anders an die Sache herangeht. Aber finde ich schönes Projekt. Ich finde es auch gar nicht so leicht, das merke ich jetzt auch von 2 verschiedenen Fotografen. Wir haben nämlich eine große Sammlung an Bildern und dann überlege ich mir immer, welche poste ich jetzt, welche passen zusammen. Ich schaue natürlich da drauf, dass jetzt nicht ich 100 Bilder poste und von Frank nur 1 oder so, sondern dass es halbwegs ausgeglichen ist, dass wir nicht nur Menschen haben, sondern auch mein Stilllife, dass wir so ein bisschen abwechseln, auch meine Postkartenfotografie zwischendurch. Und es ist gar nicht so einfach. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen, was du sagst, dass man das wahrscheinlich sieht, wer welche Bilder macht. Wie gesagt, mir fällt es auch auf, dass wir so ein bisschen unterschiedlichen Style haben. Aber wie immer, und das ist übrigens eine tolle Überleitung zu dem nächsten Thema, was ich gleich habe, wie immer ist es so, wenn Leute zusammenkommen und gemeinsam was fotografieren, dass man halt auch sieht, wie es andere machen und dadurch total viel lernt und was Inspiration pur ist. Ne? Ja. Ja. Und damit, also folgt uns gern, Amici di Napoli. Wie gesagt, wir verlinken es. Und damit wollte ich noch einmal, und vielleicht ist das jetzt auch der finale Pass in die Tiefe zu unserem heutigen Thema Fußball. Wen wundert es, dass wir heute über Fußball sprechen, jetzt während der EM? Ich wollte nochmal zurückkommen auf unser EM-Projekt, das wir haben, das ja tatsächlich in diesem Podcast gestartet ist. Und wir sind inzwischen tatsächlich 8 Fotografen. Ich lasse mal das Fotografinnen weg, weil wir nur Männer sind. Muss ich gar nicht richtig gendern. Wir sind 8 Fotografen quer verteilt über die Republik, die jetzt die ersten Spiele so fotografiert haben. Wir haben 2-mal miteinander auch einen Call gehabt und haben uns so ein bisschen ausgetauscht, beziehungsweise der 2. Call kommt erst noch. Und auch da finde ich das Schöne, dass man halt voneinander lernt, weil, Thomas, ich finde, jeder von uns hat so ein bisschen einen anderen Stil, jeder macht es ein bisschen anders. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Vor allem, was auch cool ist, dann hast du so ein Spiel, die albanischen Spiele, die waren immer sehr beliebt bei uns, glaube ich. Da hast du dann Bilder von einem Spiel, zum Beispiel bei uns in Hamburg,
auf der Fanzone und dann hast du das gleiche Spiel, was halt live in Gelsenkirchen gerade stattfindet und du kannst die Bilder irgendwie hintereinander oder nebeneinander legen. Und ich würde dir, Thomas, jetzt muss ich allen, die uns zuhören, das sind ja die meisten, die Hörer von unserem Podcast sind, die muss ich ein bisschen vertrösten. Für euch schneiden wir jetzt an der Stelle ab. Für alle anderen, die uns anschauen und jetzt vor allem für dich, Thomas, würde ich einmal einblenden, weil ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe in unserer EM-Gruppe mal so gefragt, wer hat Lust, ein paar Bilder einzuschicken an mich. Ich habe daraus einen kleinen Film gemacht. Das ist jetzt mehr oder weniger die Gruppenphase der EM und dir wird es auch so gehen. Ich habe noch so viel liegen, die ich noch gar nicht bearbeitet habe. Das ist also eine erste Auswahl, die wir haben, um mal einen Eindruck zu kriegen. Und Thomas, ich würde einfach mal sagen, ich zeige dir das Ganze jetzt und sage Film ab und bin gespannt, was du dazu sagst. Sehr schön, muss man wirklich sagen. Schön zusammengeschnitten, schöne Bilder, ganz unterschiedliche Spiele, unterschiedliche Spielordner, unterschiedliche Herangehensweisen und doch ein Event. Finde ich gut gemacht. Also wirklich gefällt mir. Hast du schön gemacht. Erster schöner Eindruck und wie du schon gesagt hast, es ist ja erst der Anfang, erst die Vorrunde. Und es ist auch noch gar nicht alle richtigen Bilder, sondern das ist auch bei den Bildern von mir so eine erste Auswahl, die ich mir schnell auf der Kamera rausgesucht habe und noch gar nicht richtig in Gänze in den Katalog überspielt habe und da schon bewertet habe. Also vielleicht ist da sogar noch die ein oder andere Perle dabei. Deswegen, also schön gemacht und gibt einen schönen Blick wieder. Thomas, vielleicht holen wir an der Stelle die Hörer jetzt wieder zurück quasi. Willst du mal ganz kurz sagen, was wir gerade gesehen haben? Du hast einen wunderschönen Film zusammengeschnitten mit den Aufnahmen der Vorrunde, das von allen möglichen, von unseren Fotografen, von München bis Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf und Hamburg. Und da sind ganz unterschiedliche Aufnahmen der Fans. Das sind ja alles Aufnahmen der Fans gewesen, keine Spielszenen gewesen. Aber jeder geht etwas anders heran, nimmt die Momente anders wahr. Und das, finde ich, spiegelt das ein Turnier, glaube ich, ganz gut wieder und gibt einen schönen Gesamtübersicht. Und das ja wirklich gut gelungen. Also, finde ich auch. Es macht total Spaß, die anderen zu sehen, was die anderen machen. Es gibt einem auch selber Antrieb, rausgehen zu fotografieren. Und Fußballfotografie ist ja auch tatsächlich eine Disziplin, die irgendwie mal wieder eine ganz eigene Art und Weise ist. Und damit sind wir. Ja. Thomas, hast du noch ein Thema oder wollen wir? Nee, wir haben kein Thema. Wir sind mitten im Thema. Ich hätte jetzt noch ergänzt, es ist halt einfach auch dankbar, weil die Stimmung insgesamt gut ist. Also ich hatte jetzt, als wir durch die Altstadt in Düsseldorf gezogen sind, keinen Moment, wo irgendwas unheimlich war oder irgendwas komisch war, sondern alle waren zugänglich. Es war eine sehr ausgelassene Stimmung, eine sehr freudige Stimmung. Und da macht Fotografieren auch nochmal mehr Spaß. Und ich glaube, man hat den Menschen auch, glaube ich, eine gewisse Freude gemacht. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Und wenn man dann die Bilder sieht, die dabei entstehen, dann freut man sich umso mehr. Und deswegen, also
Das ist das Schöne an Fußball und das Fußball verbindet. Das ist ja, glaube ich, auch das Motto der Europameisterschaft. Aber das ist, glaube ich, gelungen und das ist auch der große Unterschied zu einer EM, wenn sie in einem anderen Land ist. Das merkst du halt dann jetzt hier, wenn du dann wirklich da nochmal live vor Ort bist. Aber du wolltest überleiten und das sollten wir jetzt auch tun. Dann zu unserem Thema. Wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Fußball. Das bietet sich an, mitten während einer Europameisterschaft. Und zwar jetzt nicht mit den Bildern, die wir selber gemacht haben, sondern wir haben uns jeder etwas ausgesucht. Und ich glaube, ich darf sogar beginnen, oder? Du darfst heute beginnen, du hast den Vortritt. Ich habe den Vortritt. Und ich habe diesmal nur einen winzig kleinen Zettel vorbereitet, denn ich habe mir was überlegt. Und du hast nämlich jetzt die Wahl, was ich vorstellen soll. Ach, du hast mich ja im Vorfeld gefragt, was ich denn vorstellen sollte und ich konnte mich so schwer entscheiden. Und deswegen darfst du jetzt einfach wie früher beim Wunschfilm der Woche, darfst du jetzt im Sommer hier überlegen, ob du lieber Umschlag AA sehen möchtest. Man beachtet auf den schön gestalteten Umschlag. Oder ob du Umschlag B sehen möchtest. Oder ob du Umschlag C sehen möchtest. Nein, sogar drei gleich. Du hast drei zur Auswahl. Eins davon zeige ich, den Wunschfilm der Woche, in diesem Fall dann das Wunschbuch der Woche. Du musst sagen, was du sehen möchtest, A, B oder C. Und das, den öffnen wir dann und den stelle ich vor. Also ich übersetze es tatsächlich für die Hörer nochmal da draußen. Ich habe jetzt drei Umschläge gesehen. Die sind alle nicht so, dass da jetzt ein riesen Bildband drin ist. Die sind alle gleich groß. Das sieht mir alles aus, als wäre so eine Art Heft oder Magazin drin. A, B oder C. Genau. Ich möchte an der Stelle sagen, die Umschläge wurden von unserer Tochter beschriftet. Das möchte ich nochmal erwähnen. Ich finde, das hat sie wirklich grafisch sehr schön gemacht. Also ein Grund mehr, diesen Podcast, also vielleicht auch nur diese Folge, wenn es sonst so viel wird, aber diesen Podcast mal auf YouTube anzuschauen. Gibt nämlich nachher noch einen Bonus, den wir nur auf YouTube zeigen. man muss ja auch ein bisschen Werbung machen. Okay, ich nehme, also normalerweise, ich weiß nicht, was ihr da draußen jetzt nehmen würdet. Man nimmt ja dann eigentlich immer B. Deswegen nehme ich mal A, bitte. A, das freut mich. Du nimmst A. Dann öffnen wir jetzt hier gemeinsam den Umschlag. Ich muss erstmal meine Notizzettel holen, denn die sind nämlich hier auch drin. Moment, wo sind sie denn? Hast du was gesehen? So, hier sind meine Notizzettel für A. Und hier drin ist ein Magazin. Hast du dir gedacht, ne? Ich hab's. Weißt du warum? Schau mal her. Geil. Sehr schön. Sehr schön. Das ist das, warum ich den Podcast so liebe. Ich habe für alle Hörer, die es ja jetzt noch nicht sehen, ich habe ein Magazin, ein Fotoscene namens Lower Block mir ausgesucht. Und das ist das, was Frank Brehe vor einigen Folgen, das ist ein Naturfotograf und der hat auch selber ein Fotoscene, nämlich das Fotoscene im Quadrat, also die aufmerksamen Hörer der Fotobuchecke, das war eine der klassischen Folgen, werden es dann schon mal gehört haben, hat er als Empfehlung Lower Block Magazin mir vorgestellt. Ich kannte das bis dahin noch nicht, aber ich war natürlich direkt neugierig, was denn das Lower Block ist und ich habe mir Lower Block Magazin-Heftchen, Fotoscene-Heftchen bestellt. Das alles sind Hefte, ich zeige es in die Kamera, ihr seht es auf dem Instagram, Hefte der Größe DIN A5 mit ungefähr 30 Seiten, das variiert von Ausgabe zu Ausgabe. Die kann man in England auf der Website lowerblock.com so rum bestellen, kosten 8,50 €. Man muss dazu allerdings sagen, nach Deutschland kommt dann noch Versandkosten dazu, das wäre auch noch nicht so dramatisch. Es kommen auch noch Zollgebühren dazu, auch das ist in eigentlich nicht so dramatisch. Allerdings kommt dann noch die Postbearbeitungsgebühr dazu, dann wird es irgendwann mal, ein bisschen unübersichtlich. Man sollte sich vielleicht nicht nur ein Heftchen holen, sondern vielleicht direkt mehrere, weil dann verteilen sich diese Zusatzkosten einfach auf mehrere Hefte. Weil ja, prinzipiell ist 8,50 € die Heftchen durchaus wert, aber mit den ganzen Zusatzgebühren ist es so ein bisschen ärgerlich, weil es einfach nur ja, weg ist. Ich habe direkt mehrere Heftchen bestellt, deswegen kannst du dir überlegen, was in Heft B und B, C drin ist. Du wirst es nie erfahren, es sei denn, du liest den Blogbeitrag, denn da werde ich alle drei Hefte vorstellen. Jetzt haben wir aber das Heft genommen, was du dir ausgesucht hast, nämlich das Heft Scottish Grounds 1990s von Tony Davis. Ein Heft mit Fotografien in Schwarz-Weiß.
Die, ja, der Tony Davis ist ein Fotograf. Von dem habe ich wenig gefunden. Ich werde den Instagram-Account verlinken, den hat er. Er hat aber keine eigene Website. Er ist irgendwann in den 60er Jahren geboren, in Nottingham aufgewachsen und er hat dokumentarische Fotografie in Newport, also in Wales, studiert. Das habe ich rausgefunden. Bekannt geworden ist er mit einer Serie, die ebenfalls in den 90er Jahren aufgenommen worden ist, und zwar über die Rave-Szene in England. Also der Rave kam ja dann auch so auf, glaube, war hier in Deutschland ähnlich zu der Zeit. Und das hat er fotografisch begleitet. Dazu findet man auch einige Fotoserien, die kann man auch heute noch online sehen, und ich weiß nicht, ob es auch immer noch Ausstellungen gibt, aber ja, das findet man. Auch das werde ich verlinken. Aber er begleitet auch immer den Fußball. Auch da findet man ganz tolle Aufnahmen von ihm. In dem Magazin jetzt, und bei Lower Block gibt es mehrere von Tony Davis, also wer den Fotografen dann einmal kennengelernt hat, kann da direkt mehrere Hefte finden. In dem Heftchen geht es jetzt wirklich nur um die Stadien. Und wer mich kennt, weiß, dass Fußballstadien mir natürlich auch ein Stück weit ans Herz gewachsen sind und dass ich das einfach eine schöne Architektur finde und dass sich diese Stadien natürlich auch irgendwo verändern. In Mönchengladbach ist es, und da haben wir jetzt schon mehr als einmal drüber gesprochen, der Bökelberg, der sich ja irgendwie auch verändert hat. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man die auch aufnimmt. Im Heft erwarten uns dann hauptsächlich Bilder. Es gibt ein kurzes Vorwort, aber es erwarten uns hauptsächlich Bilder. Und du hast wahrscheinlich den Ordner jetzt schon aufgerufen, welche Bilder das sind. Das war als erstes die Seite, jetzt habe ich mir die gar nicht aufgeschrieben. Ach, es gibt auch keine Seitenzahlen. Ein Querformatbild, ich halte es mal kurz rein, damit du das gleiche Bild dann in unserem Ordner findest. Ein doppelformatiges Bild, also quasi dann annähernd DIN A4 mit einer grauen Mauer. Ich dachte es schon, es sind alles Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Im Hintergrund sieht man das Fußballstadion mit einer überdachten Tribüne, die Flutlichtmasten, so eine Hauswand mit mehreren Reklamen dran und dann auf der Mauer als Graffiti oder als Schriftzug Pay no poll tax, also zahle keine Kopfsteuer, und ja, das, also wenn man so möchte, auch ein Stück weit eine politische Botschaft. Zusätzlich auch noch die so ein bisschen Landschaft mit so ein bisschen felsiger und hügeliger Landschaft im Hintergrund. Ich finde die Aufnahme einfach schön, weil sie zeigt so das England, wie man sich's vorstellt. Unten drunter ist beschrieben, ist die Easter Road, Hibernian FC. Ich muss gestehen, ich kenne den Hibernian FC jetzt nicht so genau, aber es ist für mich so typisch England. Das ist so, ja, es ist halt ein England. Wir sind mitten in England mit dem Bild. Wir haben auch so einen leicht trüben Himmel. Also es könnte auch sein, dass es so ein bisschen regnet. Das Wetter ist jetzt nicht strahlend Sonnenschein, sondern eher britisches Wetter. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Eine politische Botschaft irgendwie noch mit dabei. Hintergrund aber auch das Fußballstadion eingerahmt in dieser ganzen Landschaft. Mag ich einfach sehr. Mhm. Und so kann man durchblättern zu der, ich habe doch noch irgendwo, also entweder zwei Seiten weiter zum East End Park, aber ich wollte doch auch eigentlich noch das, genau, ganz am Anfang, das Dundee United Football Club Stadium, also das Tannadice, den Tannadice Park zeigen. Das ist die Aufnahme. Wie gesagt, leider haben die Seiten keine, die Hefte keine Seitenzahl. Darüber haben wir uns ja schon mal, nein, gestritten haben wir uns nicht, aber haben wir schon mal uns überlegt, ob man jetzt Heftchen mit Seitenzahlen machen muss oder nicht. In dem Fall, wenn man es vorstellt, wäre es sicherlich praktisch, wenn man so durchblättert, sonst braucht man es nicht. Es ist ein Bild mit einem Fußballstadion, eher einem moderneren Fußballstadion, nämlich so ein viereckiger Kasten, zumindest von hinten, ein bisschen verwinkelt gebaut, steht dick dran, dass Dundee United Football Club da spielt. Es ist die Osttribüne, die wir angezeigt bekommen. Und im Vordergrund ist eine, ich würde es jetzt mal Schrebergartenkolonie nennen, so ein kleines Gewächshäuschen mit Glasfenstern und davor aber irgendwelche Kopfsalate, die da wachsen, und irgendwelches anderes Gemüse, was da angebaut wird. Also da mag ich einfach diesen Kontrast zwischen diesem viereckigen Block an Fußballstadion und diesem etwas unaufgeräumten, etwas gerümpelhaften Garten, der aber ja irgendwie so eine ganz, ja, irgendwie so eine bizarre Szene ist, und das Ganze schön aufgenommen. Wie gesagt, es sind die 90er Jahre, kann man den Bild jetzt nicht unbedingt ankennen, könnte vielleicht auch heute noch sein. Ich kenne die Stadien leider nicht. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sich da einiges getan hat. Also wenn man sich den Flutlichtmast anguckt, der an so einem Stahlgerüst ist, wie sonst die Strommasten nur so sind, könnte ich mir vorstellen, dass das mittlerweile anders aussieht und dass das Momente sind, die man einfach ja so nicht mehr wahrnehmen kann.
Und das letzte Bild, was ich mir für dieses Heft ausgesucht habe, ist auch gleichzeitig das Titelbild. Es ist das der East End Park und spielt Dunfermline Athletic FC. Es ist so eine alte, wahrscheinlich ist es Wellblech-Tribüne. Das Stadion ist nur, hat auf einer Seite von den Spielseiten eine Tribüne, auf den anderen sind es eher Stehränge, die auch wahrscheinlich nicht überdacht sind. Das kann man im Hintergrund gar nicht so richtig, oder nur so spärlich überdacht sind, kann man nicht so richtig erkennen, aber die Haupttribüne ist dann halt überdacht, aber so ein klassischer alter Wellblechpalast und so alte Stadien, das ist ja was uns beide ein Stück weit fasziniert. Ich denke da an dein Projekt mit der Adolf-Jäger-Kampfbahn, wo die Tribüne natürlich irgendwann auch nicht mehr da sein wird. Mhm. Und ich weiß, ohne dass ich es recherchiert habe, jetzt nicht, wie es bei dem Stadion aussieht, aber ich glaube, sie werden nach und nach modernisiert. Das ist der Zahn der Zeit. Und umso schöner ist es, das einfach festzuhalten. Bei der Aufnahme mag ich noch, dass die Flutlichtmasten an sind, obwohl kein einziger Mensch im Stadion ist. Es gibt eine schöne... Es kommt auf dem Foto wahrscheinlich raus, aber es gibt eine schöne Körnung, die man hier noch so sehen kann. Scheint also irgendwo so Richtung Dämmerung zu gehen. Und ich mag da insgesamt die Stimmung. Das ist auch sowieso das, was ich an dem Heftchen mag. Also insgesamt das, was sie aufgenommen haben, also die Stadien als solche, wie man so eine Sammlung machen kann. Und das ist auch das, was ich an der Serie, an dieser Lower Block Serie mag, dass man auf die Art und Weise eine Möglichkeit schafft, eine Fotografie-Serie, die mehr ist als ein Einzelbild, aber zu wenig, um daraus einen ganzen Bildband zu füllen, irgendwie präsentieren kann. Die Heftchen kann man für 8,50 für einen überschaubaren Beitrag erwerben und dann hat man schöne Aufnahmen, eine schöne Sammlung, kann eintauchen in die Welt von damals. Man sieht auf anderen Aufnahmen mehr Zeitdokumente, wo man erkennen kann, dass es in den 90er Jahren ist, indem man gerade die Autos erkennen kann, die einfach anders sind. Auf wenigen Aufnahmen sind auch Menschen dabei. Da kann man es an der Mode so ein Stück weit erahnen. Andere Aufnahmen von Tony Davis, die jetzt hier nicht drin sind, zeigen häufig auch die vollbesetzten Tribünen. Und da kann man es noch besser an den Menschen erkennen, dass er in den 90er Jahren hauptsächlich den Fußball begleitet hat. Was der Fotograf heute macht, weiß ich nicht. Wenn es jemand anders rausfindet, gerne schreiben, ergänzen, freue ich mich immer drüber. Ich habe so auf die Schnelle nicht finden können. Wie gesagt, er veröffentlicht immer mal wieder was auf Instagram. Aber wo er jetzt tätig ist oder was jetzt seine aktuellen Projekte sind, weiß ich nicht. Er hat halt zwischen 90 und 2000 hauptsächlich die Bilder fotografiert. Okay. Das wäre das, was ich vorstellen möchte. Was du dir ausgesucht hast, was du gezeigt haben wolltest. Also finde ich super. Du hast gerade meine Frage nochmal beantwortet. Zwischen 90 und 2000 sind die Aufnahmen gemacht worden. Es ist logischerweise analog. Ich sehe gerade an dem letzten Bild, das du genannt hast, auch dieses Korn. Tatsächlich auch auf diesem, so wie du es abfotografierst, man sieht es ganz schön. Wir wissen wahrscheinlich nicht, welche Kamera oder welcher Film, welches Objektiv er benutzt hat. Nein, da kann ich kann ja auch gar nichts dazu sagen, weil man findet erstaunlich wenig über Tony Davis. Ich habe auch kein Foto von ihm selber gefunden. Hätte ich mir auch gewünscht, dass man auf der letzten Seite nochmal so eine Art Kurzbiografie zu dem Künstler selber irgendwie noch hätte, weil ich auch immer gerne gucke, was ist das für ein Mensch. Habe ich jetzt so, wie gesagt, leider nichts zu gefunden, aber die Aufnahmen finde ich sehr, sehr schön und ich mag halt diese dokumentarische Art, dass man einfach Sachen fotografiert, die möglicherweise irgendwann verschwunden sind und jetzt haben wir sie hier festgehalten und sie werden wahrscheinlich auch immer erst mit der Zeit interessant. Es ist halt, wie du sagst, es hat eine wahnsinnige Faszination, es hat eine tolle Geometrie, sehe ich. Ich habe das letzte Bild noch offen. Es ist Architekturfotografie. Ne? Genau, und es ist in erster Linie Architekturfotografie. Noch deutlicher wird es bei einer Aufnahme, die ich eigentlich auch auswählen wollte, mich aber dann dagegen entschieden hat, weil ich ja schon drei hatte. Da ist so ein Stadion, was direkt an der Straße liegt. Erinnert mich so ein bisschen an das Stadion an der Grünwalder Straße, was ja auch direkt an der Straße liegt, wie der Name ja schon sagt. Wo dann quasi die Hauswand, sieht aus wie eine Hauswand, aber in Wirklichkeit ist es die Stadionbegrenzung. Also ohne jetzt noch großartig so einen Rundlauf drumherum zu haben, sondern es geht dann einfach direkt ins Stadion rein. Finde ich ganz interessant. Und du hast vollkommen recht, das ist Architekturfotografie. Die man da betreibt. Es sind wenig Menschen in dem Heft drin, in dem Heft. Wie gesagt, es gibt noch andere von ihm. Da ist das anders. Aber in dem Heft ist halt hauptsächlich die Architektur das, was im Vordergrund steht. Ich glaube, man muss ja auch dazu sagen, das weißt du besser, Thomas, aber diese Lower Block Serie richtet sich ja in erster Linie nicht an Fotografen, sondern an Fußballfans. Also ein Fußballfanzine, ne?
Ja, ist es. Also ich glaube auch, das ist ja, obwohl, ja, obwohl es richtet sich natürlich auch an Fotografieliebhaber, ne? Also an wen richten sich Bildbände? Muss ja nicht an den Fotografen richten, sondern an jemanden, der Bilder mag. Und so ist es natürlich da auch. Du musst nicht selber fotografieren, aber es sind natürlich Leute, die irgendwie auch den Fußball mögen wollen. Also es sind alles Hefte mit einem Fußballbezug. Und Lower Block, der Name kommt von, ja, das soll den Block darstellen, wo früher die Menschen aus der Arbeiterklasse gestanden haben, also der etwas tiefere Rang, jetzt nicht die Haupttribüne, nicht die VIP-Tribüne. VIP-Tribünen gab es ja früher sowieso nicht so konkret, sondern der einfache Stehplatz, der möglicherweise auch noch im Regen war, das ist der Lower Block. Das hast du ja durchaus immer noch in manchen Stadien. Ich denke zum Beispiel hier in Hamburg, hier mein Becher ans Millerntor, ne, die Gegengerade. Da hast du oben die Sitzplätze. Und unten hast du den Lower Block, nämlich die Stehplätze, wo du näher am Feld bist. Also ich habe so Freunde, die lieben diesen Blick ganz nah am Feld. Aber rein vom View her sind es ja eher so die, ich sag mal, etwas schlechteren Plätze, der Lower Block. Und der ist dann oftmals immer noch im Stehplatzbereich umgeht. Jetzt ist natürlich das Millerntor generell auch sehr an englische Stadien angelehnt. Finde ich aber auch total cool jetzt hier. Ich habe immer noch dieses Bild offen. Ich finde das Wahnsinn. Es ist ja wie ein Haus von der Seite, das auf dieser Tribüne draufsteht. Ja, genau. Und von der Seite her auch mit so einem Ja. Spitzdach. Gut, das wird auch Statik und Regen und so weiter mit begründet sein. Aber das ist in der Tat, es ist halt einfach schön. Aber ich muss sagen, ich hatte so von der Anordnung der, naja, gut, es waren früher alle Stadien, häufig ja nur eine überdachte echte Tribüne, während der Rest alles irgendwelche Ränge waren. Und da denke ich halt auch, gerade wenn ich, wie gesagt, mit dir jetzt hier spreche, an die AJK. Also da hast du es ja auch. Du hast eine Tribüne, die ist ja auch so ein bisschen einfach gehalten, Wellblech gehalten. Und drumherum, das sind alles dann ja, irgendwelche einfachen Ränge, wo man einfach steht und mehr oder weniger frei sich bewegen kann. Man muss natürlich auch nochmal im Kopf haben, ne, dass dieses Phänomen der Stehplätze, das ist ja eigentlich in den hohen Profiligen in England und wahrscheinlich auch in Schottland, bin ich mir nicht ganz sicher. Doch ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass in Schottland keine Stehplätze erlaubt sind bei Spielen in den ersten Profiligen. Das gibt es ja eigentlich nur aus Deutschland. Und das hat ja nochmal eine besondere Romantik, so ein Bild zu sehen. Du hast die Stehplätze im Vordergrund, du hast diesen Lower Block. Wahnsinnig gut. Ich Genau. glaube, Ich viele würde, englische Fußballfans, die trauern, oder Schottische, trauern dem auch hinterher, wenn sie sowas sehen, wie gut früher in den 90ern alles war. wie gut. Es war halt anders und wir waren noch jünger. Aber ich weiß ja, ich will, ich scheue mich immer dagegen zu sagen, es war früher besser als heute. Es ist halt einfach erstmal anders. Ich würde aber unheimlich gerne in der Tat mal das Heft quasi nachfahren und mir das jetzt 2022, ach Quatsch, wir haben 2024 einmal angucken, knapp 30 Jahre danach, weil ich glaube, dass sich da viel getan hat. Auch durch die Unglücke sind ja Stehplätze in England insgesamt nur wenig vorhanden, zumindest in den höheren Ligen. Deswegen glaube ich, allein deswegen hat sich da schon eine ganze Menge getan. Und das Stadion mit unüberdachten Stehrängen ist heute einfach auch nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also ich glaube, dass es sich da wirklich was getan hat. Und ja, wie gesagt, umso mehr ist es, das dann auch aufzunehmen. Prima, dann hast du ein neues Stadionprojekt. Ich muss dir aber eine Sache sagen, wenn du das machst, dann, und das wäre zumindest meine Vermutung, dann musst du auf deine X100 fünf mindestens einen Konverter draufschrauben, weil das, und das finde ich auch, das macht diese Aufnahmen aus. Das scheinen mir Weitwinkelaufnahmen zu sein, wo du eben auch noch viel im Vordergrund drin hast. Also wenn du es nachfotografieren willst, dann brauchst du eine neue Kamera, glaube ich. Du machst jetzt auch noch Marketing. Ich kann ja wieder deinen Konverter leihen und mir den dann wieder draufschrauben. Und Ja. nein, können wir gucken. Ich habe es jetzt erstmal noch nicht vor, aber ich würde es gerne mal machen. Ich würde es mir jetzt gerne mal angucken, zumindest das ein oder andere Stadion. Und so viel sei verraten. In den anderen Heften wären anderen Ausgaben gewesen von dem Lower Block Magazin, wie man jetzt unschwer vermuten kann. Ich werde sie. Jedes Magazin ist wert, sich anzugucken. Es hängt halt immer auch mit Geschmack zusammen, was einen interessiert. Es gibt insgesamt über 30 Ausgaben von dem Lower Block Magazin. Muss man sich halt so ein bisschen angucken. Manche sind leider vergriffen, kriegt man nicht mehr. Auch eins, was ich bestellt habe, ist vergriffen. Wahrscheinlich eines der letzten Exemplare zu bekommen zu haben. Muss man halt mal gucken, was, also wenn einer sehr interessiert ist, was es noch gibt, was es nicht gibt. Ich mag es, du hast ja schon eins in die Kamera gehalten, was
für dich meiner Meinung nach sehr gut passt. Einfach auch, weil du ja gerade eben Amici di Napoli vorgestellt hast. Es sind einfach schöne Hefte dabei, lohnt sich. Ich werde die drei, die ich hier zur Auswahl hatte, im Blog nochmal näher vorstellen. Und ja, wer mag, kann sich da dann auch nochmal ein paar Bilder davon machen, von den anderen Sachen. Super. Ich sage ganz vielen Dank, auch für dieses Spiel zu beginnen, dass ich was auswählen darf. Also richtig gut, hat mir Spaß gemacht. Und was du auch gemacht hast, was du natürlich ganz unbewusst gemacht hast, du hast mit deinem Thema, ich nenne es mal der Fußballfotografie, wie du rangegangen bist, weil ich finde es tatsächlich, dieses Stadion, nicht Landschaft, nein, Architekturfotografie, da hast du mir so ein bisschen was vorweggenommen. Weil mein Fußballbuch hat tatsächlich auch was mit Stadien zu tun. Ich habe mir natürlich überlegt, und ich weiß, das machst du an der Stelle ganz gern, wie gehe ich an das Thema ran? Na, und ich habe mir erst überlegt, was könnte ich machen? Ich habe also völlig offensichtlich habe ich gedacht, okay, nehme ich mal diesen Schinken. Der passt ja auch irgendwie. Ne? Kennt jeder, One Night in Rio. Irgendwo habe ich mal gelesen, das ist der meistverkaufte Bildband der letzten Jahre. Da geht es um den WM-Sieg 2014. Paul Ripke, alle kennen ihn, hat mit einer, ich glaube, Leica M240 und einem 24mm Objektiv, alles manuell, nur ein Objektiv. Und wer die Leica M42 kennt, also aus heutiger Sicht und auch damals schon nicht modern, hat da einfach mal die Nationalmannschaft fotografiert und hat es sehr, sehr geil, sehr emotional gemacht. Hatte ich mir erst überlegt. Sekunde, darf ich da kurz einhaken? Ja. Glaubst du, dass der Bildband genauso erfolgreich gewesen wäre, wenn die WM nicht so gut geklappt hätte? Du vielleicht. Das handelt ja nur von der Nacht, wo sie die WM gewonnen haben. Da geht es ja nur also nicht mal ums Spiel, nur um danach. Man hätte ja auch verlieren können. Also, den hätte es gar nicht gegeben, glaube ich, den Bildband, okay, wenn sie nicht gewonnen hätten. Ja. Das war meine Einschätzung. Ja, okay. Ich habe mir dann noch überlegt, das Buch EM23 von Laura Freigang, der deutschen Nationalspielerin, das ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit erschienen ist, auch eine Leica-Fotografin, habe ich mich dagegen entschieden, weil das Buch ist schon wieder vergriffen. Und von vergriffenen Büchern, letzte Sendung. Dann habe ich überlegt, guck mal hier, Thomas, Lower Block, die Ausgabe über die Meisterschaft des SSC Neapel in Italien. Also, Vorsaison. Du hast mir dieses Heft geschenkt, das hast du jetzt gerade gar nicht unseren Zuhörern und Sehern erzählt. Ein geiles Heft. Ich bin froh, dass ich es nicht gewählt habe, weil wären wir zweimal mit Lower Block hier rausgegangen. Aber an der Stelle nochmal vielen Dank. Und die Empfehlung haben wir festgestellt. Wahrscheinlich alle, die jetzt noch zuhören, interessieren sich für Fußball und für Fotografie. Damit seid ihr Kernzielgruppe und müsst euch Lower Block Hefte zulegen. Ja, und dann, was nehme ich dann, habe ich mir überlegt. Also die drei Dinge waren es alle nicht. Und dann habe ich mich für dieses Buch entschieden und ich halte es einfach mal in die Kamera, weil, und das ist die Connection zu deinem Buch, wenn ich an Fußball denke, dann denke ich halt ganz oft auch an Fußballstadien. Ich denke an dein Buch, ich denke an das vielleicht, was wir gerade gesehen haben und ich finde einfach, Fußballstadien sind unfassbar schöne Orte. Mein Buch heißt Remarkable Football Grounds. Und der Autor, auf den komme ich dann tatsächlich ausnahmsweise mal nach dem Buch erst, der heißt Ryan Hörmann. Das Ganze ist englischsprachig, ist aber tatsächlich zu finden auf Amazon, kann man sich auch Gebrauch kaufen, relativ günstig, so um die 20 Euro ist es neu. Es ist erschienen im Pavilion Books Verlag, 224 Seiten und wir sehen knapp 100 Fußballstadien darauf. Bevor ich loslege und mit dir mal reinschaue in das Buch, wollte ich dich mal fragen, Thomas, du hast doch bestimmt schon mal was von Groundhopping gehört. Ja. Weißt du auch, wie Groundhopping von den Regeln funktioniert? Ein Stück weit, du musst ja, also ich weiß, dass es da Regeln gibt. Ich persönlich finde das, was wir machen, was du machst, was ich mache, würde ich auch als Groundhopping bezeichnen, obwohl es wahrscheinlich nicht immer unbedingt den Regeln entspricht. Aber du musst, glaube ich, auch mindestens eine Halbzeit geguckt haben, bevor es dann als Ground zählt. Dann gibt es Länderpunkte und so weiter und so fort. Ich gucke mir einfach nur die Stadien an, kann aber ja sagen, dass ich für dieses Jahr schon Wales habe mit einem ganzen Spiel, Belgien mit einem ganzen Spiel
und Deutschland mit mehreren Spielen. Ich weiß nicht, ob du da mithalten kannst. Also dieses Jahr auf keinen Fall, aber ich erzähle es vielleicht nochmal auch für alle, die uns folgen. Was hat es mit diesem Groundhopping auf sich? Also es gibt Fußballfans, bei denen steht tatsächlich das Spiel an zweiter oder dritter Stelle und das Stadion an erster Stelle. Ich glaube, dazu würden wir uns beide jetzt nicht unbedingt zählen, auch wenn wir Stadien ganz geil finden. Aber die gehen halt vor und sammeln Punkte, die sogenannten Groundhopping-Punkte. Und jedes Stadion, das sie besuchen, da muss ein Spiel laufen und wie du sagst, da muss man eine Halbzeit auch zugeschaut haben, zählt ein Punkt. Und zwar auch nur einmal. Also ich kann jetzt nicht 10-mal auf den Bökelberg oder auf den alten Bökelberg oder wie auch immer gehen und 10 Punkte kriegen. Jedes Stadion ein Punkt. Und dann gibt es zusätzlich noch für jedes Land, in dem du das gemacht hast, noch einen extra Punkt. Und ich habe in Vorbereitung mal gezählt. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Also ich kann mit deiner Bilanz nicht mithalten, aber ich bin in meiner Erinnerung, man muss dazu sagen, du kannst auch nicht auf jeden Dorffußballplatz gehen, sondern da gehen die Definitionen auseinander. Aber es gibt ein Agreement, das Spiel muss in einer der ersten 5 Ligen eines Landes stattgefunden haben. Da komme ich mit Altona 93, den ich eine Weile quer durch Hamburg gefolgt bin, 5. Liga, komme ich auch ganz gut weg. Also ich habe tatsächlich bisher 45 verschiedene Stadien auf der ganzen Welt besucht und das in 13 verschiedenen Ländern. Ja, kann ich nicht mithalten. Und das macht dann 58 Groundhopper-Punkte. Nicht schlecht. Und damit ist für echte Groundhopper, glaube ich, noch immer relativ wenig, aber es ist mehr als ich, muss ich gestehen, weil ich das ja nicht ganz so eifrig betrieben habe wie du mit Altona. Aber ich muss sagen, dieses Jahr war ich halt wirklich, wie gesagt, mal in verschiedenen Ländern und ich habe mir teilweise schon die Spiele nach dem Stadion ausgesucht. Also ich wollte in die Grotenburg und deswegen, also das war aufgrund des Stadions. Ich meine, die Grotenburg, die zählt auch schon seit Jahren zu einem der Vereine, wo ich hingegangen bin. Aber auch andere Stadien habe ich mir angeguckt wegen des Stadions. Aber ich gehe auch zu den Spielen, die ich mir angucken möchte. Also Thomas, ich glaube, wir müssen in den nächsten Monaten mal zusammen nochmal ein paar Punkte sammeln, sprich neue Grounds. Ja. Neue Länder wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich gebe dir mal ein bisschen ein paar Ideen. Weil dieses Buch, und jetzt halte ich es nochmal in die Kamera und wir blenden es natürlich auch wie immer ein auf YouTube, beziehungsweise alle anderen, die uns hören, können auf Instagram, wir kriegen nicht alle drauf, ich habe ein paar Stadien mehr mitgebracht, aber können dem Ganzen folgen. Und ich beginne vielleicht mal mit dem Bild, das ist hier in der Kamera nicht ganz scharf, aber ich blende es dann nochmal ein, was wir auf dem Titelblatt sehen. Und wahrscheinlich weißt du auch, wo das ist, oder? Nee, ich weiß nicht, wo es ist. Moment, das ist einer der bekanntesten Instagram-Spots der letzten Jahre, gar nicht für Fußballfans, sondern ganz generell. Das ist das Fußballstadion in Henningswehr auf den Lofoten. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, das ist ja Landschaftsfotografie eigentlich pur. Ich verstecke mich gerade hinter einem Buch, damit es scharf ist, aber und hoffe, dass man meinen Ton noch hört. Aber du siehst ja quasi, wie hier die Sonne untergeht, du hast diese Berge, du hast die Inseln und mittendrin ein ikonischer Fußballplatz. Und der ist jetzt einer von mehreren Stadien, die ich dir vorstellen möchte. In dem Buch ist eigentlich immer ein oder zwei Doppelseiten sind jedem Stadion gewidmet. Du kannst im Ordner das dir parallel öffnen, dann siehst du es auch ganz scharf. Und wenn wir mal auf diese erste Doppelseite gehen, da sehen wir das Stadion in Henningswehr nochmal von verschiedenen Seiten. Und es ist einfach ein unfassbar schönes Stadion. Ich war da auch schon tatsächlich. Und zwar habe ich auf den Lofoten vor ein paar Jahren mal Landschaftsfotografie gemacht. Ich habe das Stadion nicht so gesehen wie hier, weil dafür brauchst du natürlich eine Drohne und die besitze ich nicht. Die will ich, glaube ich, auch gar nicht besitzen. Aber es ist unfassbar ikonisch gelegen. Und so kannst du dir dieses ganze Buch vorstellen. Deswegen kann ich dir es auch nur wärmstens empfehlen. Und spring doch einfach mal auf das nächste Bild. Natürlich gibt es hier Stadien wie Old Trafford, wie Camp Nou, oder die ganzen Klassiker, die man eben braucht in so einem Bildband. Aber ich habe mir eher die für dich ausgesucht, die ich echt remarkable, wie der Titel sagt, also bemerkenswert finde. Und da habe ich mir dieses Stadion hier ausgesucht. Das ist in Südkorea. Ich finde es völlig abgefahren, Thomas. Wir sehen hier eine Skisprungschanze, im Winter auch. Und im Auslaufbereich der Skisprungschanze ist ein Fußballstadion. Also, wenn da jetzt einer springen würde, der würde landen irgendwo im Strafraum. Ja. Warum ist es so? Denen ist das Geld ausgegangen und dann haben die halt gesagt, das war irgendwie dieses
die Skisprungschanze war, glaube ich, bei einer Ski-WM oder so. Und dann hat man gesagt, gut, dann bauen wir einfach beides zusammen, was ich eigentlich einen ziemlichen nachhaltigen Gedanken finde. Ja. In Südkorea. Ja. Und wenn wir in den Bergen sind, und dann machst du mal das nächste auf, und jetzt kommt tatsächlich mein Lieblingsstadion. Vielleicht hast du von dem Stadion schon mal gehört, es handelt sich um das höchstgelegene Stadion Europas. Ein Stadion, in dem viele Jahre auch die Bergdorf-Europameisterschaft ausgetragen wurde. Und es ist auf über 2000 Meter Höhe. Man muss da mit der Seilbahn hinfahren. Da gibt es keine Straße hin. Also Trainer, Spieler, Funktionäre, alle fahren mit der Seilbahn hin. Das ist das Ottmar Hitzfeld-Stadion in der Schweiz. Okay. Und da darfst du die nächste das Bild auch gleich machen, weil da habe ich mal wirklich beide Doppelseiten für dieses richtig geniale Stadion mir aufgemacht. Ich finde es auch eine wunderschöne Fotografie hier, weil auf dem Bild, das ist richtig schön perspektivisch. Du siehst, also ich bin auf der zweiten Doppelseite jetzt schon, wie so, ja, zwei Menschen, zwei Kinder so richtig in dieses Spielfeld reinschauen. Und auch hier hast du eigentlich wieder alle typischen Merkmale so der Landschaftsfotografie. Warum heißt es übrigens Ottmar Hitzfeld Stadion? Der ist ja Deutscher. Ne? Viele denken ja immer, der wäre Schweizer. Ist aber in Lörrach, ist Lörracher, also nah an der Grenze. War eben ja lange Jahre auch Nationaltrainer in der Schweiz. Aber der hat einfach diesen Kunstrasen hier finanziert. Und dann hat man das Ganze als Ottmar Hitzfeld Stadion getauft. Also wie gesagt, das höchstgelegene Stadion Europas. Ich möchte dir noch was zeigen. Wolltest du was sagen, Thomas? Ja, mich machen die Proportionen so ein bisschen jeck von dem Bild. Der Abstand zwischen dem 16-Meter-Raum und der Auslinie, der sieht asynchron aus. Aber nun gut, das ist vielleicht so. Ist ja sowieso ein etwas schmaleres Feld, glaube ich, als ein normales Fußballfeld. Aber auf dieser Doppelseite mit den Kindern im Vordergrund habe ich irgendwie den Eindruck, dass dass es nicht in der Mitte ist, ja, der 16-Meter-Raum. Das ist auch so. Und das ist das Schöne an dem Buch, sind neben den Bildern auch die Texte dazu. Genau da siehst du es, das Spielfeld ist ein bisschen kleiner. Das hätte man nicht anders gemacht. Das Spielfeld ist im Übrigen auch, und das ist die Parallele zum Bild davor, im Winter ist es eine Skipiste. Okay. Also auch da hast du wieder die Verknüpfung von Wintersport und von Fußball. Also faszinierend. Ich habe noch ein anderes. Nicht nur ein anderes, ehrlich gesagt. Das wollte ich dir auch noch zeigen, wenn du das nächste Bild aufmachst. Auch das ist ja wieder Landschaftsfotografie pur. Na, wir befinden uns auf den Färöerinseln. Das ist nicht von ganz ungefähr. Ne? Norwegen, Schottland, Färöerinseln. Das sind ja mit die Traumländer der Landschaftsfotografen. Und wie hier dieser Ground in den Färöerinseln liegt. Also Thomas, wir beide, wir hätten da so einen Riesenspaß. Wir würden dort zum Spiel gehen. Wir würden davor vielleicht noch einen Sonnenaufgang fotografieren und danach ab in Pub, in die Kneipe und noch ein bisschen Reportage machen und das ein oder andere Pint trinken. Oder da will man doch sofort hin. Also ich finde es ehrlich gesagt definitiv phänomenal. Ein letztes Stadion. Und du siehst, so kann man durchblättern. Da gibt es auch ein paar Stadien aus Deutschland drin. Ein paar EM-Stadien. In aller Regel sind es die großen. Wie gesagt, ich suche jetzt so ein bisschen die ganz besonderen raus. Und weil ich jetzt nicht nur die kleinen, strange Stadien raus dir zeigen will, mach mal das nächste Bild auf. Es ist echt jetzt ein großes Stadion. Und dieses Stadion, ich baue es noch ein bisschen spannend auf, das wurde geplant schon für die EM 2016, die in der Türkei stattfinden sollte, aber nicht stattgefunden hat. Dann wurde das Stadion gebaut und es wurde gehofft, dass man es für die EM 2020 in der Türkei nutzen kann. Aber die hat ja auch nicht in der Türkei stattgefunden. Das war ja dann die große Europa-EM, die dann überhaupt noch verschoben wurde wegen Corona. Das heißt, dieses Stadion ist bis heute kein EM-Stadion, aber es ist das Stadion des türkischen Erstligisten Bursaspor. Und es trägt den Spitznamen das Krokodilstadion. Hast du davon schon mal gehört? Ich habe gedacht, ich sehe nicht. Habe ich noch nie gehört, finde ich aber sehr, sehr schön. Und woher der Spitzname kommt, kann ich mir gut vorstellen. Weißt du es? Naja, wegen dem Krokodil. Ja, genau, das Krokodilstadion. Aber man fragt sich, warum bauen die da ein Krokodil hin? Ne? Achso, nee, das weiß ich nicht. Also, warum tatsächlich weiß ich so, weil die Mannschaft, die wird so im Jargon, sind das die grünen Krokodile. Okay.
so nennen die Fans die Mannschaft. Und dann hat man gesagt, okay, man baut dieses grüne Krokodilstadion. Das wurde 2018 eröffnet. Und vielleicht findet ja irgendwann mal dann doch eine Europameisterschaft in diesem Land statt. Ja, sehr schön. Und kannte ich nicht? Nein, kannte ich nicht. Ich habe es auch nicht gekannt. Und so kannst du dieses Buch durchblättern und findest Stadien, wo du wirklich, also bei manchen Stadien, klar, weißt du genau, ich habe vorhin schon Camp Nou genannt oder so. Natürlich ist es drin. Bei anderen Stadien denkst du, habe ich noch nie gehört, was soll denn das hier? Wie immer bei solchen Sammlungen, so knapp 100 Stadien, fehlen auch ein paar Klassiker. Ne? Also das Neckarstadion in Stuttgart. Keine Ahnung, warum das nicht drin ist. Also muss ich echt sagen, habe ich nicht verstanden. Aber gut, spätestens ab nächster Saison werden da ganz viele großartige Spiele stattfinden. Vollständig ist ja sowas nie. Jetzt habe ich einen Kritikpunkt an dem Buch und das habe ich erst nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Das ist mir fast ein bisschen unangenehm. Deswegen habe ich gleich noch eine kleine Ergänzung, Thomas. Der Autor ist gar kein Fotograf. Der Autor, man muss dazu sagen, dieses Buch wurde nominiert als das bebilderte Sportbuch des Jahres 2023. Das ist erst vor kurzem erschienen. Aber der hat sich, dieser Autor, dieser Ryan Herman, ist nämlich nur in Anführungsstrichen Journalist. Und der hat die guten Texte geschrieben, aber hat sich dann Stockfotos bedient. Und hat damit so einen unfassbar erfolgreichen Bildband auf den Markt gebracht. In einer super hohen Auflage, in einer tollen Qualität. Also ich kann nicht meckern an diesem Bildband. Mir tut das Fotografenherz natürlich ein bisschen weh. Und es wertet für mich diesen Bildband, und das ist total ungerecht, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, das wertet ihn für mich ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz. Und jetzt ziehe ich noch einen Joker. Du hast im Ordner schon gesehen, da liegen noch zwei mehr Bilder. Und zwar... Das ist ganz aktuell. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Zeitung, wir haben schon mal über die Fotonews geredet, dass diese Zeitung schon vor 2 Wochen in meinem Briefkasten gewesen wäre und nicht erst gestern. Da war nämlich drin tatsächlich die Ausgabe, du darfst gerne draufklicken, das ist die Ausgabe Juli-August, die Doppelnummer. Legt euch die Zeitung gerne zu, die ist einfach super. Über Bildbände, über Ausstellungen, über Fortbildungen. Das ist eigentlich neben der in der letzten Fotobuch Plauderecke genannten LFI, sind es meine beiden Printmagazine, die ich wirklich liebe. Und da habe ich das gestern durchgeblättert und habe auf der Doppelseite 28/29 bin ich auf das Projekt Common Ground von Rui Camillo gestoßen. Ich halte jetzt mal die Kamera, das Ding ist echt großformatig, deswegen ich blende es nachher ein. Mach das dir mal auf, Thomas. Was hat der Rui Camillo gemacht? Der hat ein Buch veröffentlicht und hat weltweit Fußballtore fotografiert und die gegenübergestellt. Rui Camillo kommt aus Portugal ursprünglich, lebt aber seit vielen Jahren in Wiesbaden. Gibt auch ein Foto in Wiesbaden auf der rechten Seite. Da sieht man eben wie so ein Tor, das kennen wir aus der Großstadt, ne, wie das Tor ist einfach an die Wand gemalt. Und das ist halt das Tor, mit dem die Kids und die Jugendlichen wahrscheinlich spielen. Wir sehen direkt drüber so ein Tor aus Indonesien, irgendwie so ein Urwaldstrand, wo so ein paar Hölzer zusammengezimmert werden. Und so hat er insgesamt einen kompletten Bildband gemacht, der sich mit Fußballtoren beschäftigt. Ich stelle ihn jetzt nicht explizit vor, weil wie gesagt, ich bin erst gestern darauf aufmerksam geworden. Ich habe ihn auch nicht bestellt. Ich weiß aber, dass es ein sehr, sehr tolles Buch sein muss. Und wir werden natürlich verlinken, wo ihr dieses Buch, wo ihr mehr Informationen findet und wo ihr das Buch vielleicht bestellen könnt. Das ist so ein bisschen mein Ersatz dafür, dass ich mich für ein Bildband entschieden habe, der aus Stockfotos besteht. Thomas, ich würde sagen, du müsstest dir mal diesen Bildband von Rui Camillo, Common Ground, anschauen. Und eigentlich wäre das ein ganz guter Fotograf für ein Interview für ein Einzelinterview in der Fotobuchecke, würde ich mir zumindest wünschen. Und indem ich das gesagt habe, Thomas, eine Abschlussfrage an dich. Was ist denn dein Lieblingsstadion? Der Borussia-Park. Nein.
kommen wir gleich zu. Ich würde gerne erstmal noch ein paar Sachen zu dem Buch sagen. Also erstmal finde ich eine schöne Buchauswahl, die du getroffen hast. Ich kenne das Buch interessanterweise nicht. Es erinnert mich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe ja mal vor mittlerweile, glaube ich, 2 Jahren Reinaldo Codou, einen Sportfotografen, interviewt gehabt. Der war auch Herausgeber von diversen Büchern und unter anderem auch das Buch, ich muss mal irgendwie gucken, wie es heißt, Fußballtempel. Er war auch mit dabei mit einzelnen Fotos von Stadion. Das ist auch vor kurzem erschienen gehabt in der Werkstattverlag, wo dann auch so Stadien einfach gemacht werden, häufig dann von innen. Hier ist ja dann anscheinend zumindest bei der Bildauswahl, die du mir gezeigt hast, ja auch eher so die exquisite Lage des Stadions. Also wenn ich da die Bilder von den Lofoten oder von den Färöerinseln nehme, die ja dann doch eher ungewöhnlich sind, dann finde ich das schon einfach gut. Ich kannte das Buch, muss ich gestehen, nicht. Jetzt können wir, das fand ich jetzt gerade schon interessant, was du gesagt hast mit den Stockfotos. Es ist ein Journalist, der die Texte geschrieben hat, das ist richtig. Aber sind Stockfotos für dich weniger gut als, als wenn er jetzt die Fotos selber gemacht hätte oder wie auch immer? Es sind ja trotzdem erstmal gute Aufnahmen. Es ist ja, also ich hätte jetzt ein Problem mit, wenn die Bilder KI generiert werden. Dann fände ich es blöd, weil dann ist es kein Dokument mehr. Aber auch ein Stockfoto ist ja von irgendeinem erstellt worden. Und du hast gerade selber gesagt, das ist ein toller Bildband. Das geht jetzt so ein bisschen ins Philosophische, aber ich hätte jetzt gar nicht so, klar, in der idealen Welt wäre es natürlich toll, wenn der Mensch selber das alles abgefahren wäre und tausende von Kilometern in der Welt bereist ist, um die Fotos selber zu machen. Aber ist der Bildband von der Idee her dann schlechter? Die Frage habe ich mir auch gestellt und ich glaube, das ist so eine total spannende Frage an der Stelle. Also 2 Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, ich glaube, ein einzelner Mensch kann diese Vielfalt an Bildern, die hier drin sind, gar nicht in halbwegs realistischer Zeit, wenn man davon leben muss. Ja, und der Typ hat ja, muss ja, ist ja sein Job, ist ja Journalist, hätte das gar nicht geschafft. Das ist so das eine. Deswegen, es gibt eigentlich, wenn man sagen würde, ich fantasiere jetzt mal, Stockfotos sind verboten in solchen Projekten, was ja völliger Quatsch ist, aber dann hätten wir dieses Buch nicht. Und wie du sagst, es ist ein tolles Buch. Ich habe das hier gerade in den letzten Tagen, wo ich auch Besuch hatte von Freunden und wir Fußball abends geschaut haben, habe ich das denen mal in die Hand gedrückt. Ich verspreche dir, jeder hat es durchgeblättert und war staunend, welche Stadien es in Deutschland oder auch auf der Welt eben gibt. Na, also es hat seinen Effekt. Punkt 2, der mir dazu einfällt, ist, irgendwie kratzt es aber doch so ein bisschen an der Fotografen-Ehre. Ich habe, während du die Frage gestellt hast, einmal aufgeblättert hinten im Impressum und geguckt, ob vielleicht ein einziges Bild von Ryan Herman gemacht wurde. Weil hinten steht drin, woher die Bilder kommen, wie die Rechte sind, wer die gemacht hat. Der Autor ist halt einfach kein Fotograf. Das wollte ich damit nochmal sagen. Was vielleicht aber auch die Idee zulässt, tja, du kannst auch ein Bildband auf den Markt bringen, ohne Fotograf zu sein. Oder aber, das ist, glaube ich, das wirkliche Learning, es kommt halt manchmal ganz oft auf die Kombination Fotos und Text an. Zumindest bei sowas. Also die Texte sind wirklich toll und sie machen Spaß. Heißt auch, es gibt viele Fotografen unter uns, die hervorragend und richtig geil sind, die aber einfach nicht so gute Texter sind. Und dann gibt es gute Texter und dazu gehört Ryan Herman. Der ist wahrscheinlich ein sehr schlechter Fotograf, sonst hätte er mindestens, und das wäre dann die Ehre von mir gewesen, auch wenn ich auch nur ein durchschnittlicher Fotograf bin, dass ich zumindest so ein paar Bilder hätte ich da gern reingeschummelt. Ja, wie gesagt, ich kenne das Buch jetzt, wie gesagt, ich habe es nicht vor Augen. Ich finde es aber gut und ich muss gestehen, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir das nicht gebraucht kaufe, weil das würde in meine Fußballfotobuchsammlung sehr gut passen und gehört da wahrscheinlich auch rein. Die anderen Bücher, und ich mag ja Bücher, die sich mit Stadien beschäftigen. Da ist es auch häufig so, dass ganz unterschiedliche Fotografen das gemacht haben. Dass da einer, der vielleicht der Herausgeber ist, aber dass die Auswahl von verschiedenen Fotografen kommt. Natürlich ist es da nicht so, dass es dann über, ja, weiß ich nicht, ob es über Agenturen geht, aber da ist dann häufig noch drunter geschrieben, welcher Fotograf es war. Jetzt hast du es hinten drin. Ich weiß es nicht, ob es das abwerten würde bei mir. Eine zweite Anmerkung zu dem Foto-News-Artikel. Das zeigt wieder mal, dass die Foto-News wichtig ist. Auch da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich demnächst am Bahnhof vorbeifahre. Ich habe sie ja anders als du nicht im Abo, aber ich kaufe es mir ab und zu mal am Bahnhofskiosk. Rui Camelo kenne ich nicht. Ich musste aber nur daran denken, ich bin mal bei irgendeiner Wanderung, ich meine, es wäre im Hunsrück, irgendwo an einem total verwitterten Fußballstadion vorbeigekommen oder Fußballplatz, war ja kein richtiges Stadion, war der Fußballplatz, wo die Tore schon verrostet irgendwo zwischen irgendwie mannshohen
Sträuchern wegwuchern. Und das würde ja hier genau reinpassen. Und sowas mag ich natürlich auch so gerne, dass man einfach ganz unterschiedliche Perspektiven dann zeigt, wie Fußball auf der Welt gespielt wird. Also das Buch werde ich mir nicht nur in der Foto News, sondern auch nochmal irgendwie näher angucken. Also das ist ein toller Tipp. Damit hast du ja schon wieder zwei Tipps in einem. Mag ich. Finde ich gut. Aber es sind natürlich auch wieder die Bücher, die ich insgesamt mag. Ich mag natürlich auch Bücher, die so einen Fußballbezug haben. So Sammlungen, das ist es ja in beiden Fällen, die man aufbaut. Das ist meine Fotografie, die ich ja auch mag. Ich möchte nicht, was heißt jetzt das Einzelbild? Aber ein Bild ist halt häufig schwierig. Da weiß ich nicht, was ich damit machen will. Aber wenn ich eine Sammlung habe, dann kann man daraus irgendwie so ein kleines Fotoheft machen. Und so ähnlich ist es ja vielleicht bei Rui Camilo auch. Das eine Bild ist zwar ganz interessant mit dem verrosteten Fußballstadion in der Savanne, dem Fußballtor in der Savanne, aber es wird halt in der Sammlung, wird es halt interessant. Und dann ist es sogar so viel, dass man daraus einen 200 Seiten starken Bildband machen kann. Respekt. Mhm. Also das ist schon gut. Ja, auf den Rui Camilo bin ich auch gespannt. Wie gesagt, kontaktieren doch mal, wenn du Lust hast. Der würde genau in dein Beuteschema passen. Ich bleib am Ball. Das ist aber wirklich eine schöne Auswahl. Achso, jetzt hast du noch gefragt, welches ist das Lieblingsfußballstadion? Also am häufigsten bin ich zwangsweise natürlich am Nordpark. Und der Nordpark ist mir, auch wenn es natürlich ein Retortenstadion ist, was draußen auf der grünen Wiese mit vielen Parkplätzen drumherum ist und schlecht zu erreichen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mir trotzdem an den Herz gewachsen, weil ich einfach da am häufigsten bin und da gerne hinfahre. Ich mag auch die Grotenburg, was ich dich ja eben schon mal angesprochen habe, einfach weil ich da als kleiner Junge gerne hingegangen ist. Sie hat ein bisschen an Charme verloren. Auch da fängt es an, Fans haben die eifrig renoviert, zumindest die Tribünen, die Kurven sind immer noch sehr heruntergekommen, aber das mag ich auch sehr gerne. Und so gibt es viele Stadien, die so einen gewissen eigenen Charme haben. Also ich war gerne in der AJK, aber da bin ich halt einfach deutlich seltener und deswegen weiß ich nicht, ob man dann sagen könnte, das ist jetzt mein Lieblingsstadion. Nee, ich mag es einfach so, wie es angelegt ist und davon gibt es dann halt auch ganz viele und deswegen, ja. Ist das halt so, dass man jetzt, also ich jetzt wahrscheinlich sagen würde, da wo ich am häufigsten bin, wäre jetzt wahrscheinlich der Nordpark, auch wenn er sicherlich nicht, der hat jetzt keinen so ganz großen Charme, sondern es ist ein modernes Stadion. Ja. Hat das Neckarstadion, was auch nicht mehr Neckarstadion hat, übrigens auch nicht, nachdem es umgebaut worden ist. Ich finde das auch sehr modern. Es ist, glaube ich, eine super Überleitung, Thomas. Zum Abschlussteil. Ich habe in unsere Notes reingeschrieben, es gibt noch eine kleine Überraschung für dich. Du bist völlig unvorbereitet. Bin ich. Habe ich eben erst gesehen. Genau. Damit gehen wir jetzt an ein Thema ran. Und ich würde sagen, wir machen das so wie vorhin. Wir machen jetzt eine YouTube-Only-Sache. Und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es eine ganz kurze Zusammenfassung, bevor wir dann ins Ende der heutigen Podcast-Folge gehen, was viel Spaß gemacht hat. Es hat wieder Spaß auf Fußball gemacht und auf die kommenden EM-Spiele. Und EM, Thomas, das ist jetzt das Stichwort. Kannst du was sehen, Thomas? Noch nicht, aber es ist Eieruhr ist schon da. Da, jetzt sehe ich was. Tiermaker, richtig geil, mag ich, geht so, naja. Weißt du, was eine Tierlist ist? Nein. Okay, das ist was so auf YouTube seit, ich weiß nicht, jetzt auch nicht in meiner Zielgruppe, aber das hat eine Zeit lang ziemlich getrendet. Eine Tierlist ist, dass wir jetzt gemeinsam, und wir müssen uns ein bisschen darauf einigen, Dinge anordnen. Und was du jetzt auf der linken Seite siehst, ist eine Skala, du hast es richtig gelesen, richtig geil, mag ich, geht so, naja. Also oben am besten, unten am schlechtesten. Und was wir jetzt unten sehen, sind die 10 Stadien der Fußball-Europameisterschaft. Und wir werden diese Stadien jetzt alle nehmen und einsortieren auf dieser Skala. Also wir werden sicherlich ein Stadion haben, was wir beide richtig geil finden. Und wir werden ein Stadion finden, wo wir echt sagen, also naja, könnte auch heißen, finde ich es nicht so toll. Finde ich auch doof, wie auch immer. Und ich möchte mit dir die Übung mal machen. Kannst du die auf dem Bildschirm die Stadien überhaupt gut erkennen oder soll ich es immer kurz übersetzen? Das erste ist der Volkspark, das zweite ist Olympiastadion, das dritte ist Müngersdorf oder Rhein-Energiestadion. Waldstadion in Frankfurt, Leipzig, München, Düsseldorf, Dortmund, Stuttgart und die Veltins Arena in Schalke. Perfekt. Du bist Fußballkenner?
Ich würde sagen, wir machen es einfach mal von links nach rechts, was zuerst kommt, und ordnen es an. Man kann auch dann umordnen. Und wenn dir das Spaß macht, Thomas, und wenn das unsere Zuschauer auch lustig finden, dann vielleicht machen wir sowas auch mal mit Kameras oder mit Bildbänden. Ich weiß es noch nicht. Also, und ich finde, wir sollten versuchen, ob wir uns einigen können. Also, ich würde mal vielleicht nicht mit dem Volkspark anfangen, weil da habe ich eine spezielle Meinung dazu. Da bist du befangen. Das ist ja auch völlig, das ist so. Du wirst auch befangen sein, wenn ich es an eurer Stadion. Fangen wir doch mal an mit der, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Wir fangen vielleicht mal an mit dem Frankfurter Waldstadion. Das ist das hier. Und wir können sagen, magst du? Mag ich. Ich mag auch. Warum? Mag ganz kurz. Mit Begründung oder ohne Begründung? Ja, schieß los. Also, liegt gut, nämlich schön drumherum mit Wald, ist wirklich nicht schlecht, kann man gut hinlaufen, ist ein bisschen weit außerhalb, das stimmt, das ist vielleicht eher ein Nachteil, aber ist halt auch so eher klassisch angelegt mit diesem Glockenturm oder was das da ist, diese Türme, die da vorne sind. Ich habe da schöne Erinnerungen dran. Ich würde ergänzen, ich würde es auch auf mag ich stellen, ich widerspreche dir gar nicht. Auch geile Stimmung, geile Fans. War noch nie dort leider, aber macht Spaß. Super. Ja. Wie sieht es denn aus? Und das ist, glaube ich, jetzt wirklich, das Leipziger Stadion ist so, da weiß man aber nicht, was man davon halten soll, ne? Also das Leipziger Stadion hat ja die Besonderheit, dass es in dem alten Zentralstadion mit, weiß ich nicht, 135.000 Zuschauern oder weiß der Geier, wie viele da drin waren. Und das kann man auch sehen, das Bild ist jetzt natürlich jetzt sehr klein, aber du siehst innerhalb dieses, oder du siehst in der Mitte des Stadions und im Randbereich immer noch so leichte Welle. Die leichten Welle, das waren früher eigentlich die Tribünen und das, wo jetzt das Stadion drin ist, das war einfach die Wettkampfarena, wo dann auch Leichtathletik-Wettkämpfe und so weiter stattgefunden haben. Das finde ich von der Idee her natürlich schon gar nicht schlecht. Jetzt ist natürlich Leipzig hat einfach durch die... Du musst auf den Punkt kommen, Tom. Ja, geht so, ist schon okay. Aber ich finde die Geschichte von dem Stadion nicht schlecht. Aber also ist jetzt kein Stadion. Okay. Ja, zieht mich nicht so viel hin. Gut, wie ist es denn? Und da habe ich mal eine Meinung. Jetzt fange ich mal vielleicht an. Arena auf Schalke war ich einmal... ich weiß noch, als es gebaut wird, fanden es alle super mit Rasen, der rausfährt, reinfährt, Dach und so. Also für mich, naja. Was denkst du? Geht so, hätte ich jetzt gesagt. Aber also es war ja das erste Stadion, was überdacht war, in der Tat. Liegt auch eher weit außerhalb. Sieht auch jetzt optisch nicht so ganz, also ist ja eher so ein bisschen platt gedrückt aus. Stimmt, scheiße. Aber du hast natürlich da mit dem Dach drauf dann schon immer eine geht gute so. Stimmung, ne? Geht so. Wir können ja nachher immer noch sagen. Ja, wir müssen nachher umsortieren, weil ich weiß ja noch nicht, was ich bei richtig geil sagen soll. Gut. Welches würdest du als nächstes nehmen? Sag mir mal. Nimm mal das Rheinstadion oder das Merkur-Spielarena. Ja, genau. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt mal. Da wäre ich bei Naja. Ja. Also ich kenne auch das alte Rheinstadion, das war schon furchtbar. Das neue ist jetzt, finde ich, einfach extrem schäbig gelegen. Wir haben es jetzt wieder gesehen bei der EM. Du bist da mitten in der Messegelände, du kommst gar nicht richtig hin. Ich mag es nicht. Es war auch zum Fotografieren damals, als ich da war, schwierig. Und wie gesagt, ich war im alten Stadion drin, da war es, habe ich auch keine guten Erinnerungen dran. Und das wäre jetzt ein Stadion, wo ich sage, ist naja. Okay. Wie sieht es denn aus mit, nehmen wir mal Köln. Ja, mag ich. Darf man das als Gladbacher sagen? Ich darf sagen, ich finde schon. Ich mag es. Ich tendiere zwischen den beiden so. Aber gut, ich gehe mal mit. Geh mal mehr auf Marke. Okay. Wir können da noch mal auch gucken. Da kommt auf dem Bild jetzt nicht raus. Du hast draußen noch ein Stück weit so ein bisschen Historie. Das ist schon mit den Jahrenwiesen auf der einen Seite, mit diesem anderen Gebäuden irgendwie auf der anderen Seite. Du hast das ganze Sport, diese Spoho da drumherum. Das ist, finde ich, ganz nett. Ich finde, es hat ein, was ich gut finde, du hast, wenn du das Bild jetzt siehst, auch wenn es winzig klein ist, kannst du direkt erkennen, dass es die, dass das Kölner Stadion ist durch diese Türme da am Rand, die da so dann auch bunt leuchten. Du hast in Köln immer eine unfassbar gute Stimmung. Das kann man, ich finde es schwierig, das dann zu trennen. Es ist natürlich Köln, da muss ich immer aufpassen, was man sagt. Liegt außerhalb der Stadt, ist ein bisschen blöd, aber ich mag es. Okay, machen wir weiter. Wir wollten noch eine kurze Sendung machen. Finde ich, ja, ich weiß, du hast ja hier sowas angefangen. Mag ich auch, was du jetzt gerade anzeigst. Das hier? Ja, genau. Also ich finde es auch richtig geil, ehrlich gesagt, aber man muss sagen, dieses Spielfeld ist halt auch weit weg. Weit weg, genau. Deswegen geht's hier rein.
Ja, genau. Kann ich nur jedem, also wir reden über das Stadion Berlin, Olympiastadion. Ich kann nur jedem empfehlen, da mal hinzugehen, auch wenn kein Spiel ist. Man kann für kleines Geld einfach das Stadion besichtigen, ohne jetzt eine Führung zu machen. Man darf sich da frei bewegen, rennt da durch die drumherum. Das ist ja riesenweitläufig, muss man sagen, mit diesen ganzen Sportstätten drumherum. Hat natürlich auch so von der Vergangenheit her, wo ich sage, naja, gab auch Zeiten, wo es wo in Deutschland insgesamt Sportereignisse vielleicht auch ein Stück weit missbraucht worden sind. Das hast du da auch. Du siehst die Spuren der Vergangenheit an jeder Ecke, aber ich finde es schon ein richtig gutes Stadion. Ich mag auch, dass zum Beispiel das Pokalfinale da drin dann stattfindet als das Stadion schlichthin. Finde ich sogar etwas schöner als die Allianz Arena beispielsweise. Wäre jetzt ein ganz modernes Stadion. Okay, Texas Allianz. Ich muss ja, du bremst mich ja hier überall. Ich darf ja gar nichts zu den Stadien sagen. Ja, Allianz Arena? Ja, wäre ich so bei geht so. Echt? Nee, da würde ich, ich muss mich auch mal durchsetzen. Du, echt, warum nur geht so? Liegt ganz weit außerhalb, du kommst überhaupt nicht hin, mitten auf dem Feld. Du hast draußen diese komischen Plastikdinger, die sehen sehr futuristisch aus. Wenn du innen drin bist, muss ich sagen, ich war drin, das ist schon beeindruckend, da mit diesen drei Rängen das zu sehen, das fand ich schon beeindruckend, das stimmt. Von außen finde ich geht so. Sag mal, von innen mag ich, von außen geht so, du darfst auch mag ich machen. Okay, dann würde ich sagen, weil ich finde es von außen auch geil. Ich war beim Spiel noch nie drin. Der Groundhopping-Punkt fehlt mir. Aber ich muss sagen, ich mag es ganz gern. Ja. Was machen wir denn mit dem HSV-Stadion? Okay, da bin ich jetzt im Lied einfach. Also auf naja will ich es jetzt nicht stellen, weil das wäre jetzt unfair. Aber tatsächlich Lage absolut am Arsch der Welt. Neben der Müllverbrennungsanlage. Dann ist es noch HSV. Das ist ein Friedhof. Nochmal in St. Pauli. Becher hier ins Display, das sieht man jetzt eh nicht. Also, ja, ich habe da auch immer schlechte Erfahrungen gemacht als Auswärtsfahrer mit dem VfB, fast immer. Ich weiß nicht, ich war jetzt neulich beim EM-Spiel auch dort, ähnlich wie du beschrieben hast von Düsseldorf, irgendwie, das ist, also da haben wir in Hamburg das Millerntor und das meine ich jetzt nicht mit St. Pauli-Brille, aber ein Stadion, was mitten in der Stadt ist, was ein englisches Flair, die Kneipen um die Ecke. Also ich bin ehrlich gesagt kurz davor, wenn ich mich reden höre, das doch nach da unten zu stellen. Kannst du beides machen, haben wir aber in Köln, in München ja noch viel mehr. Also du hast hier ja wenigstens noch den Volksgarten, ich weiß es, Volkspark drumherum. Das finde ich ist ein toller Park, wo man auch einfach so ohne Fußballspiel sein kann. Du hast ja nicht nur dieses Industriegebiet, das hast du auch. Auf der anderen Seite hast du noch einen Friedhof, der da direkt angeschlossen ist, aber du hast auch diesen riesengroßen Volkspark, heißt der, glaube ich, oder? Äußerst ungern, äußerst selten, aber ich brauche am Stadion kein Friedhof und auch kein Rosenzüchtergarten oder sowas oder spazieren gehen. Ich brauche da eine Kneipe, ich brauche da was, wo Leben ist. Aber von den Stadien, die wir jetzt hier gerade haben, ist das bei keinem Stadion der Fall. Das hast du weder in Leipzig, da hast du es vielleicht noch am meisten statt, in der Veltins-Arena nicht, in München schon gar nicht, im Olympiastadion, ja, das liegt noch halbwegs in der Stadt. Müngersdorf ist auch weit draußen. Frankfurt hast du auch gar nichts in der Nähe. In Düsseldorf hast du nur ein Messegelände und den Flughafen direkt nebeneinander. Das hast du gar nicht. Das hast du, also so wie du es jetzt in St. Pauli eben haben möchtest, wüsste ich jetzt, welches Bundesliga-Stadion hat das denn noch so mitten in der Stadt? Wie ist es mit Dortmund? Dortmund, ich weiß es nicht. Also du gehst zu, ja, du bist noch, also im Verhältnis zu den anderen Stadien noch relativ nah in der Stadt. Das würde ich auf mag ich packen übrigens. Ich mag auch da, dass man es direkt erkennen kann durch die gelben Pfeiler. Ich bin jetzt mit dem Auto hingefahren, muss ich gestehen. Ich wüsste nicht, ob man zu Fuß in die Stadt gehen kann, aber wahrscheinlich noch am ehesten. Also ich wäre bei Marc. Ich würde mal hier nach oben stellen zur Diskussion. Richtig geil, okay. Wir haben noch keins auf richtig geil. Eins muss ja eigentlich richtig geil sein. Und ich würde mal so gern hin, allein wegen der gelben Wand. Und ich finde, es sieht geil aus. Das Beschissenste an Dortmund ist, dass sie gerade Stuttgart wegkauften. Vielleicht würde ich es deswegen doch auf mag ich stellen. Aber eigentlich. Da kann das Stadion nichts für. Ich schiebe gleich eins hinterher. Also Stuttgart natürlich. Nein, war ein Spaß. Stuttgart würde ich jetzt, aber da musst du mich jetzt gleich nochmal ein bisschen nachadjustieren. Ich würde es auf mag mich stellen. Weil es ein mega, ist halt mein Heimatstadion. Irgendwie mega schönes Stadion. Inzwischen sehr tolle Stimmung. Bad Cannstatt habe ich auch weit weg. Da kann ich auch bis zum Sofa kriegen. Auf dem Cannstatter Wasen bin ich auch gleich. Also deswegen, aber jetzt übergebe ich nochmal an dich für ein abschließendes Urteil.
Also in Dortmund möchte ich noch ergänzen, dass man auch da für weiß ich nicht, aber glaube ich auch nicht so teuer, so eine Stadiontour machen kann ohne Führung, einfach durchlaufen, man sitzt auf der Trainerbank, man darf auch, wenn nicht gerade im Nachbar da im Nachbarplatz gespielt wird, hätte man auch in die Kabine gedurft, man durfte durch die Polizeizellen durchgehen, war ein schöner Stadionbesuch, kann man durchaus mal machen, um dann die Blicke hinter die Hinterstadion zu werfen. Ich find's schon cool, und also ob jetzt richtig geil oder mag ich, würde ich jetzt nicht überstreiten. Bei dem Neckarstadion habe ich ja bei weitem keine so rosarote Brille auf wie du. Mhm. Ich finde, das liegt eigentlich mitten im Mercedes-Werk. Also das, da bist du ja auch weit ab von irgendwie. Was? Ja, direkt daneben ist doch Mercedes. Ja, schon, aber das Mercedes, naja, halt auch nicht mit. Da bist du aber noch nicht mitten in der Stadt. Und als ich da war, lagen da auch noch überall kaputte Glasscherben, weil am Tag vorher ein Spiel war. Also ja, es ist irgendwie erreichbar. Du hast ja auch dann irgendwie da noch die Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr. Das ist schon nicht schlecht. Aber naja, also ich finde es jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen müsste, das wäre das Stadion schlechthin. Würde aber beim Borussia-Park fairerweise sagen, das dürfte ich dann auch nicht dahin packen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt so überlege, so ein richtiges Stadion, was mitten in der Stadt ist, so wie du es gerade haben oder beschrieben hast, das wäre schon das Müllerntor. Das ist schon einmalig. Also, oder wie gesagt, sag mir ein anderes Stadion, was. Bochum. Oh, richtig. Bochum wäre ich auch bei richtig geil. Ja, stimmt. Das wäre auch eins, wo ich richtig geil sagen würde. Interessanterweise auch Grünwalder Straße, war ich auch sehr begeistert. Finde ich auch geil, ja. Also da sind wir jetzt bei weitem nicht mehr bei EM-Stadien, aber da gibt es dann schon noch ein paar. Also ja. Okay, wollen wir noch irgendwie abschließend noch fein tun oder bist du happy damit? Ich kann damit leben, sagen wir es so. Ich kann damit gut leben. Ja, also Dankeschön für dieses Spiel. Florian hat mir gerade die 10 EM-Stadien gezeigt. Und ich durfte zusammen mit ihm, durften wir sie einordnen auf einer Skala zwischen richtig geil und naja, wo wir das dann einordnen würden. Es war eine eifrige Diskussion, und das ist jetzt der Werbeblock für alle, die bei YouTube gucken wollen. Da könnt ihr das dann sehen. Wenn nicht, der bleibt weiterhin beim Audio-Podcast und verpasst dann auch nichts. Hast du schön gesagt. Aber wie war das? Also diese Tierliste, wollen wir das nochmal machen mit was anderem? Können wir gerne machen. Ich kannte Tierlisten bislang noch nicht, und können wir gerne machen. Und ich finde schon, dass man auch über sowas dann auch diskutieren darf. Auch wenn du mich immer ausgebremst hast, dass ich hier nicht vernünftige Argumente liefern kann. Das lernen unsere Kinder schon. Man muss auch, wenn man irgendwas haben will, muss man auch dafür die richtigen Argumente haben. Ja. Und ich durfte sie gar nicht machen, weil du gesagt hast, wir wollen ja mal irgendwann fertig werden. Herrlich. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich fand ich auch gut. Also wir können ja mal mit was können wir machen? Ich überrasche dich einfach, damit es. Ja, überrasche mich, genau, mit Tierlisten. Überrasche mich mit Tierlisten, und wir gucken weiter. Aber ganz kurz noch, so viel zum aktuellen Fußballgeschäft noch. Noch steht unsere Wette und sieht gar nicht so schlecht aus, dass mein Geheimfavorit, den ich beim letzten Mal gesagt habe, immer noch so dabei ist, dass man sagen kann, immer mehr Leute sagen, das könnte ein Geheimfavorit sein auf den EM-Titel mit Verweisen auf Griechenland. Und ich freue mich schon auf unser Essen in Hamburg. Jetzt musst du allen nochmal das sagen, die jetzt beim letzten Mal vielleicht nicht zugehört haben. Du hast gesagt, der Geheimfavorit Österreich könnte Europameister werden. Ich habe dann gesagt, oh, glaube ich nicht. Und ich muss sagen, tatsächlich, ich bin überrascht, die Österreicher waren richtig geil, die haben Spaß gemacht. Ich habe beim Public Viewing auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg gesehen. Leider wenig österreichische Fans, aber es war einfach richtig geil, wie die Holland 3-2 besiegt haben. Heißt auch, wenn jetzt Österreich wirklich Europameister wird, dann lade ich dich zum Essen ein. Heißt aber auch, wir senden ja, wir wissen noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Wenn wir senden, ist vielleicht Österreich schon ausgeschieden und ich habe meine Wette gewonnen. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Wenn aber Österreich nicht gewinnt, dann lädst du mich zum Essen ein. Ja, das ist immer also noch für alle Mathematiker, die Wette war richtig toll. Ich habe eine Chance von 1-24 und Florian hat eine Chance von 23-24. Das ist eine richtig gute Wette. War mir bewusst, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich habe ja das Risiko eingenommen. Aber ich muss auch sagen, ich fand, das war eine überzeugende Leistung, während andere Mannschaften sich meiner Meinung nach ein Stück weit durch die Vorrunde gemogelt haben. Und da spreche ich mit meinem Mönchengladbacher Kollegen, auch Podcast-Kollegen Christoph Kramer, der sagt, so eine Mannschaft wie England darf nicht so spielen, teile ich die Meinung. Ja,
bin ich bei dir. Ist ein bisschen enttäuschend, was die Großen angeht. Zumindest bis dato. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Wir wollten heute nicht so viel über Fußball sprechen. Wir sind bei knapp einer Stunde. Super. Ich glaube, es steht nichts mehr auf der Liste. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Wir können auch nichts über aktuellen Fußball beziehen, weil ja gerade Sommerpause ist. Also du wirst ja jetzt, oder gibt es irgendwas Neues, was du doch loswerden möchtest, außer dass alle natürlich gesehen haben, dass nächstes Jahr Stuttgart international spielt? Ja, es wird auf die Reise gehen. Es kann vielleicht eine traurige Reise werden, wenn der ganze VfB leer gekauft ist, aber wirklich egal, oder um es mit den Worten richtig zu sagen, scheißegal. Irgendwohin werde ich nächste Saison fahren, auf ein Auswärtsspiel, Champions League. Und ich verspreche dir eins, Thomas, ich nehme die Kamera mit und ich werde Bilder von dieser Auswärtsfahrt hier im Podcast zeigen. Ja, das ist gut. Thomas, wenn du nichts mehr hast, habe ich auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, ich weiß von dir, du fährst demnächst in Urlaub. Wünsche ich dir ganz viele Erlebnisse. Sag nochmal einen Satz, wohin geht's? Geht nach Dänemark, Erholungsurlaub, mal gucken. Das Problem ist, ich habe in der Tat schon geguckt, ist aber halt natürlich auch in Dänemark Sommerpause. Ich werde wohl kein Spiel mehr angucken, weil das hatte ich mir jetzt eigentlich vorgenommen, schon geguckt, wo das nächste schöne Stadion wäre. Aber wie gesagt, vielleicht fängt das stand auch nicht fest, aber vielleicht gibt es ja schon irgendwelche Trainingsspiele, wollte ich mal ausschalten. Mhm. Ansonsten Erholungsurlaub in Dänemark, wird nett, freue ich mich drauf. Super. Dann, ich freue mich für dich auch, wünsche dir einen schönen Urlaub. Wir werden uns irgendwann diesen Sommer nochmal hören. Vielleicht gibt es ein, zwei Wochen länger Pause als sonst, weil ja Sommer ist. Aber wenn du zurück bist, dann erzählst du uns von deinem Urlaub aus Dänemark. Machen wir. Zeigen wir ein paar Bilder, kriegen wir hin. In dem Sinn, danke für deine Zeit, Thomas. Grüße nach Mönchengladbach und danke wie immer an alle, die uns hören oder die uns sehen. Dankeschön. Ciao, ciao.